Willkommen zurück hier zum Let's Play vom Cube World, dem einsamen Krieger hier auf dem Weg in ein neues Land. Wir mussten ja das letzte Mal fliehen und haben hier viele Höhlen entdeckt. Höhlen haben wir viel entdeckt. Daher gehen wir jetzt einfach mal wieder weiter. Die Insel neben mir ist gut wie erforscht. Da waren ein paar Gegner, von denen wir geflüchtet sind. Wie heißt die sicher noch? Die haben mir keine Chance. Das waren so dreckige kleine Dinger. Gut. Gehen wir mal wieder. Nee, tauchen gehen wir momentan ja nicht. Wir sehen nichts Spezielles. Da ist ein Fisch, der ist sowieso zu stark für uns. Ja. Gleiten können wir leider auch noch nicht. Sonst können wir dann schnell von einem Ort zum anderen. Aber da drüben sieht es aus wieder nach Land. Jedenfalls nach der Karte nach. Dachte ich, wenn es wieder eine Erhöhung ist, ist es Land, und wenn es eine Vertiefung ist, Wasser. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber ich glaube, das ist so gemacht. Aber ich habe keine Bestätigung. Also ich kann das nicht sagen, ob es so ist. Aber ich habe vergessen zu gucken, was da der Schokokeks oder was auch wieder ist, bringt. Was ich das letzte Mal hier bekommen habe für ein neues Bett. Für ein neues Pettchen, ja. Das ist nützlich. Nach dem Gleiten lernen wir am besten die Fähigkeit, den nächsten Skill, also nächsten Angriff zu lernen. Weil ich habe das mit einem anderen Charakter gemacht und das macht schon einen krassen Unterschied, ehrlich gesagt. Das ist schon nicht ohne das ganze Zeug. Von dem her ist es schlau, wenn wir das als nächstes pushen, aber zuerst noch etwas, dass wir ein bisschen schneller vorankommen, weil sonst geht es ja Ewigkeiten, ich mal ja sowieso alleine unterwegs bin und niemand hab, bei dem, mit dem es schneller geht. Von dem her, ich muss immer noch alles selbst besiegen, alles selbst bekämpfen. Und das ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig, ja. Aber ja, was will man? Oh, schon wieder Magic Cube, sogar noch mehr Magic Cubes. Ja. Oh, verdammt, zu dem sollte ich nicht gehen, zum Laternenfisch. Der macht mich kaputt. Da unter Wasser ist schon eine schöne Gegend, muss ich schon sagen. Das hier unter Wasser gefällt es mir auch ehrlich gesagt gut. Wenn ich jetzt ein Boot hätte, wäre ich natürlich verdammt schnell unterwegs. Habe ich auch schon festgestellt. So mit dem Bootchen. Ja, da bist du enorm schnell unterwegs. Schon nur mit dem Reiten bist du extrem schnell. Und bei ja, das braucht alles Zeit zum Skillen. Dazu brauche ich erst Levelaufstiege und ohne das schaffe ich es natürlich nicht. Das ist euch klar, das ist mir klar und da kann ich nichts ändern. Doch, indem ich Level mache. Aber ich gebe ja mein Bestes, doch die hauen mich immer kaputt. Die hauen immer auf mich rauf. Das finde ich nicht nett von denen, auch nicht schön. Aber sie tun es einfach. Aber wir wollen ja auch eine neue Waffe haben. Das heißt, ja, wir gehen hier nicht einfach so durch das Wasser, durch den Lande. Wir brauchen eine neue Waffe und eine, die mir da mal schön machen und nicht so eine abverkacktes Schwert, sondern etwas, das sich wirklich lohnt, weil man wirklich sagen kann, och, das ist aber jetzt eine schöne Waffe. Ich weiß auch, wie man das macht mit dem Mausrad. Wenn man es drückt, kann man es dreidimensional bewegen. Dies kam gerade, irgendwie, nachdem ich ihn aufgenommen hatte, in die 2 Stunden später wusste ich, wie man das macht und so. War gerade ein bisschen zu spät, aber sonst hätte es funktioniert. Da machen die ein geiles Schwert. Hier hat sich das schon von Gronkh gesehen. Der hat so Stacheln an der Seite hin gebastelt. Habe ich nicht. Bin ja Ninja. Ich glaube, ich mache da dann was anderes. Etwas, das Ninja-mäßiger ist, obwohl gar nichts Ninja-mäßiger ist. Ninja-mäßig wäre es schon von Anfang an gewesen, sozusagen. Einfach ein bisschen dick ist es. Sonst wäre es nicht schlecht. Vielleicht mache ich eine Verzierung am Griff, vielleicht eine Verzierung an der Klinge. Man weiß es nicht. Ich kann jetzt überall hin pflanzen, wo ich Lust habe dazu. Das heißt, ich kann das auch nicht. Ich kann es eben nicht überall, sonst könnte ich es mir an die Kleidung haften. Das wäre schon ultramäßig cool. Aber ich habe ja da verschiedene Zaubersteinchen, mit denen ich mehr Schaden anrichten kann, mehr Zerstörung bringe und das ganze Zeug, von dem her. Das geht dann schon gut, das kommt gut raus, das wird lustig. Und gleich haben wir schon fast geschafft, die Schwimmpassage schon fast durch. Vielleicht rede ich etwas undeutlich, das tut mir leid. Das habe ich schon in anderen Folgen festgestellt, dass ich etwas undeutlich spreche. Ja, kann ich nichts dafür, kann ich nichts machen, ist einfach so.
Da könnt ihr mir glauben. Und ja, was will man da tun? Ja, ein Sprachtraining. Ja klar, ich mache ein Sprachtraining nur für das hier. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, okay. Ich hoffe, das ist ein Dschungel. Dann kann ich einen Monkey fangen. Monkey habt ihr die schon, die habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Das sind so herzige kleine Äffchen, ja, die sehen schon putzig aus, ja, voll süß. Dann nehme ich Monkey mit. Obwohl Adolf ist halt schon ein gutes und treues Tierchen. Ja, da muss man schon zugeben. Also, Adolf ist schon mein bester Freund hier in diesem Spiel. Das ist schon klar. Ja, ohne Adolf, was wären wir ohne Adolf? Tja. Ein Ninja ohne Tier. Hätte ich mal gesagt. Aber ein Pinguin wäre auch ganz geil. Die sehen noch putziger aus. Da bin ich extra auf Cube World Wiki schon gucken gegangen. Weil mich hat Wunder genommen, was alles für Tiere man sehen kann. Dann sah ich Monkey und Pinguin. Und die sind ja wirklich die putzigsten aller Viecher. Da ist ein Schaf sogar noch hässlich. Aber wir behalten unsere Schaf, denn das Schaf gehört einfach zu uns. Unser Schaf Adolf. Ja. Haben die ihn auch gereizt? Sind das Freunde oder Feinde? Es sind mir aus wie Feinde. Und das wie nicht gerade nette Feinde. Ja, Feinde sind die eigentlich gar nicht nett. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. So wie grüner Rasen. Braucht's nicht. Anderes sage ich jetzt nicht. Das ist hier nicht zu empfehlen. Weil das könnte schnell zu einem Sperrung des Accounts führen. Ich hätte da noch ein drittes gehabt, aber eben, das sage ich nicht. Eine Möwe, die kann man auch zähmen. Den hier kann man auch zähmen. Duckbill. Hallo Duckbill, wie geht's denn dir? Ich gehe jetzt extra weg hier, weil da die anderen gekommen sind, die wollen mich alle sicher tot sehen. Dem hier. Okay. Ja, wie ich schon recht hatte, kommen wir hier an einen ganz anderen Ort hin. Nur, oh verdammt, das ist recht stark. Nur ist der Unterschied hier. Oh, ein Krokodil. Oh, das kann man natürlich auch zähmen. Dafür brauche ich einen Apfelring. Oh, scheiße, es kommt näher. Das ist schon ein recht fettes Ding. Also, muss ich schon sagen. Was sollte ich sagen? Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Ja, dann lasse ich es halt. Oh, eine Höhle. Ich habe schon wieder eine Höhle gefunden. Und eine Fledermaus. Und eine Fledermaus. Das sieht mir sehr nach Dschungel hier aus. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich Schwein haben und einen Monkey zähmen. Ja, dann würdet ihr sehen, wie der aussieht. Der ist echt putzig. Und eine neue Fackel brauche ich hier auch noch. Denn meine ist für den. Ist für den Arsch, ist für die Katze. Gut, was eine Katze damit anfangen will, da weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht so herausgefunden. Aber jedenfalls ist für einen Katz. Ist für Katz. Okay. Da war jetzt gar kein Eisen oder so drin. Kann das sein? Das kann natürlich schon sein. Ja, da gucke mal. Habe ich ein Rezeption bekommen? Power 1, jawohl. Das ist zwar nicht mehr für uns von Nutzen, Power 1, aber es ist das. Squirrel, Eichhörnchen. Ja, Eichhörnchen. Dich können wir ja, glaube ich, nicht ziehen. Wäre jetzt sowieso schon zu spät. Und daher hauen wir dich einfach mal zu Brühe. Sehr schön. Haben wir das schon? Schon gemacht. Ein Rabe. Crow. Crow kann ich ziehen. Lixorny Candy. Gut, mit einem Lixorny Candy kann ich den hier nehmen. Wo ist es? Lixorny Candy. Hallöchen. Hey Rabe, komm mal her. Wir nehmen aber weiterhin unser Schaf. Weil unser Schaf ist einfach das Nonplusultra. Das gehört. Oh, das ist sowieso Level 2. Das nehme ich nicht. Schäfchen, komm. Jawohl, wunderbar. Hier mein Schaf. Schon das Schaf. Das ist ganz brav. Ne, ist eben nicht ganz brav. Ist meins auch nicht. Haut den mal ab in der Schlacht. Ja, das ist wirklich nicht ganz brav. Wir sollten mal was essen. Essen mal halt so ein kleines Bildchen hier. Ich hoffe, der muss nicht gleich kotzen gehen hier. Mein kleines Freundchen. Mein kleines Würmchen. Ich sollte vielleicht noch gucken. Ach, in diese Richtung brauche ich für die Stadt. Gehe ich in diese Richtung. Dafür haue ich einfach alles zu Klump, denn wir wollen eine neue Rüstung, vor allem ein neues Schwert haben. Dieses Schwert sieht nämlich scheiße aus. Ich bin stark dafür, dass wir da was Neues modifizieren gehen. Und vielleicht treffen wir da noch auf etwas total anderes. Vielleicht auch auf etwas total Neues. Noch mehr Höhlen. Vielleicht noch mehr
Bosse, wenn ihr überhaupt auf Bosse treten, und da ist schon Gold zu sehen. Gold, das braucht hauptsächlich der Magier. Für so Ringe, den er angreifen kann. Aber wir sammeln das natürlich jetzt auch auf. Wir wissen ja nie, wenn wir jemals mit einem zusammenspielen, ist es vielleicht ein Zauberer. Und dann könnte er es gut gebrauchen. Ey, scheiß Fledermaus, ey. Die sackstark hier. Aber gibt 15 EP, also ist nicht zu unterschätzen. Dann kommt schon die nächste Fledermaus und die lässt mich hier nicht mal in Ruhe spachteln. Alter, mein Schafmunter nimmt natürlich gar nichts hier in diesem Augenblick. Er schaut nur zu. Das finde ich ja nett von ihm. Einfach mal zugucken und lass mal das Härchen verrecken. Ja, jetzt greift es auch an. Das wenigstens irgendeinmal greift es an. So, ich hoffe, jetzt kann ich mal in Ruhe da spachteln. Muss ich halt das hier spachteln? Weil ja, etwas anderes habe ich nicht mehr so. Das geht jetzt halt ein bisschen länger. Weil ich möchte die Tränke nicht da verwenden. Die brauche ich dann für den Boss irgendwie. So ein Bösschen, so ein kleiner mieser Drecksack. Dann kann ich darin drum dann leicht besiegen oder leichter besiegen. Platinum Coins. Für was sind Platinum Coins? Wie stellt man die überhaupt her? Das weiß ich auch nicht. Ist jetzt jedenfalls unwichtig, glaube ich mal. Ich denke zu wissen, es ist unwichtig, sagen wir es so. Ja, was haben wir hier? Iron. Iron ist natürlich ganz wichtig. Und schon wieder eine scheiß Fledermaus. Komm, Schäfchen, Haus weg. Haus weg, komm. Ist ein paar Schäfchen. Und Haus weg. Ja, du musst schon richtig Schaden zufügen hier. Ja, kackt es einfach ab, das Kleine. Da muss ich jetzt wieder so was nehmen. Gut, wir steigen schon fast eine Stufe auf. Das heißt, wir können dann bald den Gleiter benutzen. Wir kommen schneller voran. Wir sind schneller an einem Punkt. Aber wir kämpfen dafür nicht mehr so viel. Das ist halt dann der Nachteil. Aber man kann nicht immer gewinnen. Dafür sehen wir mehr von der Welt. Wir reisen mehr. Wir sehen einfach viel, viel mehr. Gut, dann nehmen wir noch so einen kleinen Apple. Pineapple Slick. Ja, von denen habe ich auch genug. 50 Stück sollten ja nicht zu wenig sein. Oh, hier haben wir ein Iron Depot, ein Ember Ball Depot. Da brauche ich ja für etwas Grünes herzustellen. Und das Eisen ist ja wohl klar, für was ich das brauche. Für eine Krüppelwaffe wie die hier herzustellen. Da ist schon wieder eine Fledermaus. Die kommt, die greift an. Wo ist mein kleines Schäfchen wieder mal hin? Das war wieder ein Schläfchen machen. Machen, jetzt wollte ich schon Schweizerdeutsch reden mit euch. Das ist, glaube ich, nicht gerade Sinn der Sache. Ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Level up. Ja, wir haben Level erreicht. Das bedeutet, wir können hier hin. Und das hier auch gleich machen, dann haben wir es gelernt. Learned. Ja, jetzt kann ich hier den Gleiter ausrüsten und benutzen. Wo ist denn der Gleiter? Hier. Jetzt habe ich den ausgerüstet. Jetzt können wir den auch benutzen. Komm mal her, Schäfchen. Da leuchtet was grün. Ach, dann ein Pilzchen. Okay. Golddepot. Das sieht schon nicht gut aus hier von den Gegnern her. Sind ein bisschen starke Gegner. Aber ich will auf jeden Fall hier das Gold haben. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Oh, Schäfchen, hast du mich jetzt erschrocken, ne? Da, dummes Ding. Können wir die Batmans hier ein bisschen umgehen? Wäre ich froh drum. Ist jetzt nicht gelungen. Jetzt haben wir gleich zwei gezogen. Ich hoffe, gleich mit zwei können wir ankämpfen. Gegen zwei. Schaut nicht so aus. Ich gebe natürlich mein Bestes. Oh, jetzt muss ich weg. Trink, 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 trink. Okay, der eine Tisch ist schon fast hinüber. Aber nur fast. Ich glaube, der haut uns noch fast zu Brei hier. Mein Schaf, komm. Ich brauche dich. Oh, Glück gehabt. Das nenne ich wirklich Glück. Knepper ist schon fast nicht mehr möglich. Jedenfalls bei so starken Gegnern. Und dann, ja. Haben wir wirklich, wirklich fett Glück gehabt hier. Gut, esse ich da mal ein bisschen zu fertig. Aber ich glaube, hier unterbreche ich mal das Let's Play, wie wir fliegen. Das seht ihr dann das nächste Mal beim nächsten Let's Play. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und seid wieder dabei. Also.
Bis dann. Tschüss.